Ja, mit den Kindern drin war alles noch in Ordnung. Erst als ich bei Jugend losgefahren bin. Ja, einmal reingetreten und dann knack, dachte ich, scheiß, Bremsdruck ist weg. Mein Auto ist kaputt. Ich brauche sofort medizinische Hilfe. Für das Auto. Ich auch. Ich brauche irgendwas zum Wachen. Scheiße, mitten auf der Autobahn. Bam! Kein Bremsdruck, nicht. Ich habe ja rückwärts gefahren, bin einparken, das war eine Katastrophe. Nur mit Handbremse und muss fahren wie auf Eiern mit so einem Ding. Ja, Flo meinte auch, naja, das macht man, damit fährt man natürlich nicht dann irgendwie noch zur Werkstatt, sondern das. Gefreut gestern. Also ich habe nämlich gerade gegessen, als die kam und dann mache ich die Tür auf. Ne? Und dann, was ist das? Ist das Hühnersuppe? Ja! Das sieht so durch. Ja. Hühnersuppe ist gut. Eigentlich müsste der abgeschleppt werden. Ne? Ja, wenn es jetzt hier in der Straße ist, wie er sagt, der hat hier irgendwie jemand, der hier eine Werkstatt in der Panier hat, dann mag es vielleicht noch hin, dass man die Straße runterrollert, aber so größere Aktionen durch die Stadt. Er hat einen Abschlepper, der macht so 60 Euro Abschleppen in Berlin. Wenn er sich jetzt, wo ist denn der Telefon? Wenn er sich jetzt hier nur ja nicht mehr meldet, also rufe ich nachher nochmal an. Also wenn sich keine Möglichkeit ergibt, dann muss ich halt ach, ist das alles furchtbar, ey. Kostet doch alles wieder Geld. Ja. Ich hab gerade Geld ausziehen. Ja, wir haben nächste Woche wohl mit einem anderen Auto zur Schule fahren. Mit der Uber. Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Das war auch ein Witz jetzt. Niemals. Lieber fahre ich mit dem Fahrrad. Ist alle hinterher, scheiß Erbe Steglitz. Du wolltest das ja nicht. Na, muss man aber früher los. Was ich hast du die Kinder das Lastenrad? Ach, ich muss alle kutschieren. Ich dachte, ich begleite die nur. So, also sei es. Die Kinder das Lastenrad, klar. Ja, denn finde ich, dafür nicht die Lastenrad schon gemütlich. Da voll die Trommel. Ja, ist gemütlich da in seinem Nest. Ja, mit dem Trommelfeuer auf dem Dach, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Meinst du nicht? Naja, das ist ja keine Dämmung. Also, der hört das ja 1:1, das ist schon... Meinst du, das ist laut, ja? Ja, auf alle Fälle, der steht ja direkt da drunter unter dem Dach. Na stimmt, der ist ja so oben, ne? Ach, das habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte mir, naja, so ein bisschen Regen getropft, das hört sich ja eigentlich nur schön an. Also vielleicht steht auch auf der Couch, wenn es nicht so laut ist. Du kannst ihm von mir ein paar Weinbergblätter schenken, die ist da gerne. Und dann habe ich das letzte Mal schon gefragt, wo ich die gekauft habe. Als er die gesehen hat auf dem Tisch. Hier kommt's. Und mein Auto ist kaputt. Nee, das war nicht mein Gedanke. Naja, sieht bestimmt gut aus. Weinblätter. Bremsanlage? Das ist doch wert, oder? Kann ich auch zwei mitnehmen. 2,50. Ich hab Wolle hingeschickt. Hallo, Tommy, heute Morgen ist gerade aufgestanden und zack, Wolle war heute, 25.09. im Sat.1 Frühstücksfernsehen in einem Beitrag zu sehen wegen der Corona-Testärztin. Ach nein. Ja, ich hab gesagt, guck Wolle. Die Film. Nein, ich habe nicht mehr so früh mit euch gerechnet. Das ist ja wirklich unter Berlin. Hallo, seid ihr gekommen? Schön. Lass sie doch mal in Ruhe. Ja, ich gucke sie mir an. Aber ist doch kein Objekt, was ihr kaufen könnt. Das habe ich lange nicht gesehen. Ja, wir hatten irgendwie. Ich hatte ja wir essen Zeit weiter, ist das okay? Ja, essen. Willst du auch einen Kaffee oder was? Nein. Komm mir so komisch vor jetzt. Nein, ich habe wirklich gerade gefunden. Ja, wirklich.
Wir haben vor 2 Tagen diesen Einkauf gemacht. Ich habe gestern einkaufen so überwunden. Ich hasse einkaufen. Ja, doch wirklich. Ja. Dieses Hochschleppen ist immer so ein Einschleppen. Ja, bei uns, bei euch ist Hochschleppen, bei uns ist es ja nicht. Nee, auf dem Laufband, auf dem Laufband, auf dieses, ja doch, ist doch Kassenband. Kasse. Kassenband. Weil ich dann immer so Tonnen einkaufen muss, weil wir so viele Kinder haben und die Leute dann immer so genervt sind. Dass ich ja, aber ich hasse das. Die stöhnen dann immer alles schon, wenn ich mein Dann sollen sie mithelfen, ich schneller machen. Euch, wenn die voll einkaufen geht? Ach Quatsch, die geht ja nicht voll einkaufen. Die geht ja hier ein bisschen einkaufen, da ein bisschen einkaufen, da. Also das ist ja nicht eins bei einem. Das ist ja kein großer Einkauf. Das ist das nee. Normalerweise, also ich schätze mal, was kostet die also Woche wenn ich bei Rewe bestelle und dann 4 bestelle, dann zahle ich 150 Euro. Aber das bezahlen wir auch in der Woche, glaube ich. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja, wir bezahlen mehr für Einkauf in der Woche. Ja, ich gehe hier also und ich gehe immer so zwischendurch. Weil, wie gesagt, dazu kommt ja noch Edeka, dazu kommt noch. Ja, aber ich mache lieber kleine Einkäufe, immer auf dem Weg was mit und so, als immer diese Riesenteile. Marius hat ja irgendwann mal angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen, aber das hast du auch irgendwann wieder aufgehört. Ja, das habe ich auch mal gemacht und dann irgendwann wieder aufgehört. Ja, aber es ist deprimierend, du guckst drin und siehst nur aus, ja. Ich bin nicht drin, ne? Was ist das denn, ey? Mann! Was, hier da die Biene bricht oder was? Heute ist überhaupt nicht los hier. Also ich könnte jetzt einspeichern natürlich. Das wollte aber eigentlich Walle machen. Walle aka Valentin. Nur mal zu zeigen, wie es aussehen könnte. Ich habe keine Lust, ey. Irgendwie habe ich keinen Bock. Ach. Mein Auto ist kaputt gegangen. Ja? Mal wieder eine Sorge mehr im Kopf gerade. Das beschäftigt mich jetzt. Wie soll ich das hinkriegen? Bis Montag schaffe ich das auf gar keinen Fall. Auch der andere Verein hat schon gesagt, nee, das wird nicht. Also, kann auch den Hof abstellen und dann werden wir mal sehen. Und jetzt muss ich mal sehen, ob Hans noch eine Idee hat. Den werde ich jetzt hier demnächst mal so 10:30 oder was. Jetzt 10 Uhr schon durch. Was ist er denn? Der ist immer noch am Schlafen oder ist der schon weg? Also wer nicht drauf geachtet. Heute schläft er mal länger, kann ja auch. Ist ja okay, der hat ja gestern richtig geschafft. Der hat das Haus hinten fertig gebaut. Die bitte, die,
den Fahrradunterstand. Schaffe, schaffe Häuslebauer. Ja. Die ganzen Teile hier werde ich alle verkaufen. Jetzt im Winter alles, was irgendwie geht nochmal durch und so, und alles, was so, ja, nicht so geil ist oder kein Oldtimer ist oder kein nicht besonderes oder nicht Oldtimer ist, kommt dann weg. Muss man das Lager wieder sozusagen leer machen, weil das ist zu viel. Das ist viel zu viel. So was müssen wir aufheben. Hier so eine alte Räder oder das. Das muss endlich mal eingespeckt werden. Da muss eine alte Rehnacknarbe oder eine Favoritnarbe. Die habe ich ja schon vorne. Enzian Blau glänzend habe ich noch für dieses Rad. Nimmst du auf? Das alte Rabeneig in Enzian Blau glänzend. Kriegen wir das hin? So. Berliner Gewerbeschau, da haben wir sie wieder. Das zweite Mal habe ich sie jetzt gekauft. Das zeigt zweimal dieses wunderschöne Buch. Prachtalbum der Berliner Gewerbeausstellung 1896. Ich weiß ja nicht, was ich in dem Blog hier schreiben soll. Ich bin zu Hause. Ja, wir basteln nachher noch an dem Auto weiter. Hans hat mal drunter geguckt und meinte, ja, ist schon untypisch. Beide Kreise, aber Tommy. Alles kriegt Schnappatmung, weil ich Schuhe anziehe. Ich muss ja auch irgendwann wieder runtergehen. Aber ich muss Kaffee trinken. Ja, und Kuchen essen. Nee, Kuchen habe ich nicht. Ja, irgendwas. Kannst du zum Kaufen gehen? Rundet. Aber bitte keine Teilchen, die stehen ja schon seit 3 Wochen im Regal. Na gut, dann geh ich mal. Gehst du hin? Na, hast du was? Nee, Kuchen habe ich nicht. Ja, aber ich will da nicht holen, das ist echt ein Ekelback. Jetzt erzählst du mir oder so was und dann... Naja, du kannst ja so einen normalen Blechkuchen holen. Ja, nicht anders. Das ist ein Bild. Schön. Das sieht aus so putzig. Und aber die Lina war auch süß, war wie die ganze Zeit gelacht hat. Die hat sich richtig wohl gefühlt bei uns. Die hat die ganze Zeit gespielt und gelacht und die kam auch zu mir. Ja, schade, das finde ich schwer, aber... So, Kaffee. Also ich will keine Brötchen mehr, ja. Letztens war da eine Kundin, sag mal, ihr habt doch mal so ein leckeres Brioche-Brötchen da gehabt. Und die... Na, Brioche, so ein süßes Gebäck in so einem Brötchen, so süß, mit Zucker und so. Hm? Ja, das war total lecker. Habt ihr nicht mehr? Anscheinend nicht. Lecker ist ein Ausverkauf. Lecker hat die Ausverkauf. Da bin ich mir sozusagen rausgekommen. Boah, staune, Mann. Apropos, was? Bild. Ich habe ja ein Bild gekauft. Wollte ich dir zeigen. Ist dir aufgefallen? Hier, guck. Doch, ist mir aufgefallen. Aber nur so kurz. Nur so, hä? Im Augenwinkel. Hm. Ich hab's einfach gekauft, weil es nett gemacht und interessant vom Motiv und gut gerahmt. Naja, die Perspektive stimmt nicht, aber nee, das soll auch nicht stimmen. Ja. Das ist Van Gogh, das sieht doch jeder. Das sieht aus wie Van Gogh. Van Gogh lebt am Zaun in einer Kolchose irgendwo. Ja. Terrorist. Hat sein Nachbar gemalt. Balu. Das ist ein Punkt.
Es hat ein Inventar nach weiß hinten. Also Inventarnummer. Und es ist professionell gemacht, ne? Also es ist ganz gut so. Keine Ahnung. Was sagst du? Das ist so ein bisschen jugendstilig, ne? Mit der Flucht, mit diesem fluchtenden Weg. Kleines. Ist ja auch Pappe gemalt. Und dann nochmal, vielleicht ist doch hier hinten noch drauf auf der Originalpappe, ne? Ich meine nicht, ich will es nicht aufmachen. Danke dir für dieses wunderschöne Bild. Ich will es nicht aufmachen. 350 Euro weg. Und dabei hast du hier 50 Millionen oder was? Einfach eine Woche lang. Lang verschollen. Ein Dankesbrief. Dankesbrief. Ich habe dich gemalt mit deinen dicken Gummistiefeln. In meinem Heimatdorf. Dankeschön. Es hat mir viele Erinnerungen. Flandrische. Macht die denn da unten rum? Na, sag mal, was ist denn da los bei euch? Ja, geht die einfach. Kann ich auch nicht ignorieren, das ist meine Tochter. Hey Tochter, du ignorierst sie, das mag sie überhaupt nicht. Ja, ich male aber. Komm mal her. So, damit sie hier hoch kann. Ja, komm mal, nutz mich aus, komm her. Ich weiß. Ich weiß. Wieso geht schon los? Ich bin weg. Wie sie mich anguckt, ey. Ich wollte doch was ganz anderes. Wo willst du hin, ey? Willst du zu Mama? Na komm, ich geh dich mal zu Mama. Ja, unsere Kleine hat sich verletzt, nämlich ist schon eine Weile her, schon fast wieder abgeheilt. Ja, du bist ja gestürzt. Nee, den darfst du nicht in der Kita. Auch passiert, ne? Danke. Danke. Ist das deins hier, wa? Dann muss die von jetzt gerade so. Hast du gerade getrunken, ne? Muss man mal auf den Tisch schlagen. Die Bummeln da! Papa! Hier! Den hört man doch. Papa! Ja! Was ist das? Ein Werkzeug? Ja, auf die Kiste war er, auf die Playmobil-Kiste. Das ist wichtig für Playmobil. Damit kann man dann bestimmte Sachen installieren. Steuersatz ist angekommen. Steuersatz für hoffentlich mein Dirt Max. Also wir sind einen Schritt weiter hier mit dem Dirt Max. Mit Dirt ist Max. Max Dirt. Thank you.
38er, dicke Klemmung jetzt. Brauchen wir noch. Coolen Laufradsatz. Schöne Kohle. Sieben Gänge? Ja, ich. Dirtmax. Ha! Dirtmax-Projekt. Jetzt machen wir einen echten Dirt draus. Mit so ein bisschen Material. Was so ein bisschen was aushält. Ich war total gespannt. Ja, voll hoch wird der vorne. Cool. Mit jetzt nicht super geil Material, aber mit gutem Material schon. Also die schon. Mal sehen, ich brauche eine ganze Menge noch. Geschenke. Ich hab gleich eingeräumt. Hm? Ja, also heute noch kurz nacharbeiten. Hm? Wuff, wuff, hallo? Hallo! Dreckige Hände? Ich hab lackiert. Ah, heute Morgen schon. Lackiert. Heute Morgen schon lackiert. So, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Wenn du immer hier irgendwelche Wände filmst, dann kommt hier auch nicht mehr rum. Bei Instagram? Was? Dann halt auf dem Material. Sehen wir hier mit so einem Pucki. Nee, ist kein Pucki. Das ist ein Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Enekind. Hat er, boah, kurzen Boxenstopp hier gehabt und dann ist er wieder am Leben. Naja, na klar. Und eigentlich auf dem Müll. Toti sagte Leben länger. Ja, also wie mit den Raubschiffen. Ja, machen wir doch so Plastikpedalen irgendwie wird. Irgendwie gebraucht. Linke das. Große Seite. Irgendwas gebraucht wird. Nee, wenn dann Bäder. Ja, siehst du, scheiße. Wo ist der Schlüssel? Da ist er. Eben, mach mal große Ruf. Die ist schneller. Du, weil das dreht sich leichter. Bei mir ist noch ordentlich Fett drin, weil die ist schon so ausgewaschen. Hä? Ich will Fett haben. Dreht sich ja nicht. Doch, jetzt. Kunde. Ja, ein Jungfer Mensch im Namen. Hi, da hab ich ja die Pumpe. Die Pumpe ist hier! Wo hast du die? Bei uns, da unten. Da. Die ist hier. Dankeschön. Danke. Die Pumpe. Komm, ab, der Jenny. Die dritte Pumpe. Ja, guckt euch einfach um, es ist ja genug da. Jetzt seht ihr was. Ach ja! Aber ich muss tatsächlich heute Fahrradtour fahren. Ich muss los, tatsächlich. Obwohl heute Critical Mass ist. Critical Mass. Critical Mass. Das ist ein schöner Flaschenlook. Ja, perfekt. Ja! Flaschenlook. GoPro. GoPro. Ah. So, ich muss kurz raus wegen den Empfang hier. Das mal umschauen. EM und Fang. Oh, ich hatte mal einen Notfall als Kind. Ich hatte so mal einen Unfall als Kind. Das merkt man hier noch heute an. Was bitte? Nein, dann... Ich hab doch einfach Sicherheit. Sicherheit! Das ist überhaupt nicht, das aufzubauen. Ey. Quark. Quark mit Soße. Aber. Die muss einfach passen. Geil, dann geht das. Da funktioniert's. Okay.
Was geben wir bei Italia? Ja. Wie kommen wir das bei euch? Ja, sehr unbekannt, wenn ich den sehe. Mhm. Wie hast du ihn auch bekommen? Ja, ja. Hast du einen Fahrradmantel 700 x 22C? Mach 22 nicht. Ich hab keiner irgendwie. Das ist viel zu dünn. Ich hab's in Berlin nicht gebraucht. Dauerblatt! Das ist das Problem, ja? Ja. Das ist ein, ja, das ist ein Rennrad. Aber der hat, eine, der hat eine etwas ungewöhnliche Durchmesser. Ne? Sieht und pumpt hier auf 10 Bar. Ja, jetzt muss es nur noch zentriert werden, wa? Und dann neu lackiert werden und dann haben wir einen Hütedrahtrahmen. Scheiße. Zentriert, lackiert und dann wartet. Poliert. Zentriert, lackiert. Das kostet 120. Das ist Bike. Ja. Das kostet 120. Ey, das kriegt keine 30 Euro dafür, für das Ding. Neu oder was? Nein. Ich verkaufst du es? Für? Na, wahrscheinlich 30 Euro. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und hast du den Schlauchwechsel gemacht, der halt im Grunde genommen 16 Euro kostet? Sattelstützerbock, zentriert? Ja, ist geschenkt. Ja, na klar. Mit Klingeln und so. Also das ist ein Geschenk für denjenigen, der dann kauft. Ja. Warte mal, lass mal Kette spannen. Boah, ist der 20 hier. Ja, noch einen neuen Zug machen, der auch nochmal. Ja, ja, 18 Euro kurz kostet. Ja, jetzt warte, schon, jetzt schon. Fährt sich schon ein. Warte mal. Halt die Runde voll, kannst du vergessen. Ja, Tretlager ist mal mit den Fettpedalen. Das ist doch echt für Bunny Hops ein Bike, ey. Kiddy Hop. Den Ständer nochmal festschrauben, sehr 80. Zentrieren. 80 Ständer. Ja, zentrieren mache ich dann mal. Drauf gesessen habe. Ja, und das Hinterrad, das Teil. Ja. Oh, Scheiße. Aber ist ja so schön leicht und fixi, ey. Weil er fährt Rad. Da hinten am Horizont. Ja, XS Fahrrad und XL Helm. Das sieht sehr geil aus. Du bist ein bisschen wie Lord Helmchen. Sehr geil. Yay! Doch ihn! Yay! Ja, Crossbereifung rumpf und dann abhotten. Der Reifen ist gleich durch. Ja, ja! Oh! Oh, geil! Und das mit dem Pedalen. Ey, Papa ist stolz auf mich. Hier kommt ja noch Wasser raus. Der lacht auch schon lange noch auf dem Kopf. Zeig den Kiddies mal, was so geht mit so einem Ding. Yeah. Oh. Kuni. Oh. Alter, jo, was drin im Keller. Oh. Schön. Test bestanden, wa? Oh, jetzt ist er durch. Scheiße. Du bist ja noch fester drin. Guck mal hier. Ein kleines Käppchen. Rücken. Rücken. Passt zum Rücken. Was ist der Rücken? Ah ja. Ja. Knack. Dot. Dot kommt Dot 4 rein. Du bist schon wieder live, ja, mit, ja, dem Furby hier. Naja. Okay, werden wir mal dem Übeltäter auf die Spur kommen. Ja. Eventuell. Jetzt mal wieder ein bisschen Tutorial. Wie mache ich diesen Ring auf, ohne dass mir die Hälfte der Pampe schon mal über den Latz fällt? Stecken wir hier einen Schlüssel rein. Ein Hebelknebel. Und ziehen ganz dezent und vorsichtig diesen Ring auf. Sonst tut er nämlich weh. Wenigstens reißt er nicht. Nee. Das hat man ja auch manchmal, ja, dass die Dinger durchreißen, gerne, dann stehst du da. Richtig. So, dann kommt der Moment, wo der Elefant sein Wasser lässt. Na, und zwar Flüssigkeit. So. Was du jetzt tun darfst, ist treten.
Ah, hier ist doch schon. Da ist doch schon ein Fleck auf dem Boden. So, jetzt muss es spritzen. Tommy? Ja, ich guck ja. Wo spritzt's? Nirgendwo. Jetzt? Zischt! Wo? Da! Hab's! Da. Ganz viel. Ganz viel. Hat auch immer gesifft. Ich glaube, der Tank muss ab. Du kannst mal glauben, in der Kirche ist er. Na, ich weiß, der Tank muss ab. Werde ich halt zum Wissenschaftler. Gibt es nicht Glaubenswissenschaften sogar? Das ist ja auch wieder was. Ach ja. Überm Tank. Überm Tank. Schade dann. Jetzt aber wirklich, meine Fresse. Man muss sich aufräumen. Was? Echt? 11:30 durch. Was heißt Feierabend? Ich habe ja gar nichts gemacht heute. Das ist echt ein bisschen Family. Ein bisschen ums Auto gekümmert. Ja, aber es muss ja sein. Soll's. Musste auf alle Fälle sein. Macht der Dude. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, sagt der Tommy. Ganz kurzer Block heute. Critical Mess Block. 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 Ganz kurz. Ganz kurz. Ja, so ist das. Bis dann, ciao.